So und herzlich willkommen zurück zu den Tales of Berseria. Beim letzten Mal habe ich mir ja ein bisschen mehr Zeit genommen, um mal wieder ein paar Viecher abzuschlachten. Wir haben Level gemacht und wir haben ein bisschen Ausrüstung gefunden. Und einen Spezialgegner haben wir auch geknackt. Relativ leicht sogar. Ich habe mal geguckt, ob es denn nicht noch irgendwie andere Ventile gibt, die mich auf der Map noch ein bisschen schneller machen. Und tatsächlich haben wir schon 30% Bewegungsgeschwindigkeit mehr. Und mehr scheint es auch nicht zu geben. Was ein bisschen schade ist, wie ich finde. Aber gut. Ich habe auch wieder mal überlegt, damit ich den Schwierigkeitsgrad hochstelle, zwecks bessere Ausrüstung und so, aber. Zur Not mache ich halt einen zweiten Run-Through. Das wäre schon wild, oder? So, ich würde sagen. Ich würde sagen, dass ich meine Leute hier anhöre. Now what are we gonna do? What's wrong? This dog came up with a book in its mouth. Here, take a look. Huh. It looks pretty old. I've never seen this kind of writing before. It's not ancient Avarost, that's for sure. Part of it looks like a chronology, so maybe it's a history book? If I were to guess, I'd say they're Meliodasian characters, which would peg it at about 2,000 years old. It's more recent than Avarost, but the writing has fallen completely out of use. All kinds of notes are written throughout the book, too. Someone must have been studying it. If it's research material, that might make it Videl's book. Videl? Who's that? He's a weird kid who's way into studying history. He lives at the inn. Could you maybe deliver the book to him for us? We were told not to get too close to him, so... Yeah, sure. I guess. Notiz zur Vermächtnis erhalten. Okay. Geben wir dem Boy halt das Buch. Das ist so eine Art Mini-Quest. Oh. Was ist denn jetzt los? My book! My book! Where could I have left it? Are you Videl? Is this yours? My book! Oh, that book is super important to me. Thank you. I'm Lafayette. I hope you don't mind that we flipped through some of it. Can you actually read Meliodasian script? You recognize Meliodasian writing? That's unusual in this day and age. Oh, it's not that big of a deal, really. When I grow up, I want to be an adventurer who travels the world and explores lots of ruins. Cool, Comet. So to make sure I'm ready for anything, I've been studying ancient history, starting with the Era of Darkness. The Era of Darkness? You're referring to the Dark Period, right? Right. Almost no written records from the age have survived. But if you compare the history before and after, you can tell something major must have happened. Wow, that's fascinating. I know! Look at those two. All worked up over an old book. My little brother was just like that too. Luffy and our brother used to. We received reports of suspicious persons in the area. Have you seen anything? Da kam kurz Rennung hoch. They're on to us. Quickly, hide in my house. Das gehört doch überhaupt nicht zur Quest, zum Main Quest jetzt, oder? Was habe ich mich da jetzt reingefahren? Videl, have you seen anyone suspicious recently? Sorry, sir. I've been absorbed in my book. That's all right. Thanks. Look, I know it must be tough living alone with your mom. Just remember, your father's a praetor. He's out there fighting to protect us all. Keep your chin up for his sake at least, all right? Uh-huh. Ein Praetor heißt das, ist er der Sohn von einem der ganz Großen ist? Thanks for your help, Videl. Videl, your father is an exorcist? Yeah, he is. But don't worry, I won't say anything about you and your friends. I'm your friend too. Really? And to prove it, I'll let everyone in on a big secret. Jetzt kommt's. This book tells you how to make an Omega Elixir, an incredibly ancient and powerful medicine. If I'm reading it right, you need 5 ingredients in order to create the elixir. I've only translated one of them so far, but I'll tell you what it is. That's really nice of you, Videl.
But I don't have any way to repay you for this. Oh, please, think nothing of it. I'd just like it if you came and talked with me again sometime. Of course. What are friends for? Solange er bis dann die anderen vier Zutaten schlüsselt hat. The Omega Elixir. That's an ancient medicine said to be able to cure any disease. But it was my understanding that no samples or recipes survived the Era of Darkness. Meliodasian script was used prior to the Era of Darkness, so I guess it's possible that Videl's recipe might be legit. He's just a kid. I don't know how much we can trust his translation. You saw his notes. I doubt many adults could even get anything out of that book. He might be onto something. Kids are more capable than we give them credit for, especially where their interests lie. I think we can trust Videl. Lafi used to read books intently like that, too. Furthermore, couldn't a hypothetical Omega Elixir be quite useful to you, Velvet? Lafayette, you look like you really want to track down those ingredients. Yeah, I do. Personally, I don't really care. But if you want to look for them, I won't stop you. Okay. Was ist denn diese erste Zutat? Rezept für Omega Elixir 1 erhalten. Sehe ich dieses Rezept doch irgendwo? Addons, das ist ja witzig. Wertsachen. Hier. Anweisung zu sammeln eines Minerals namens Long Dao's Staub. Eins wurde es in Westertunneln gefördert. Westertunnel. Waren wir in den Westertunneln schon mal? Ich bin allmählich echt ein bisschen hier verwirrt. Guckt euch an, alle diese Ignizide und alles sowas erhöht auf der schweren Schwierigkeit die Beuterate von noch nicht entdeckten Objekten. Wenn auf mittlere Schwierigkeit oder höher nach einem Kampf keine Beute gelassen wird, wird die Beuterate für den nächsten Kampf um 1% erhöht. Sehr unwahrscheinlich. Das ist auch für Mittel. Obwohl es so geil eigentlich gar nicht mal ist, was es hier gibt. Ja, okay. So, ich würde eigentlich noch Eisen jetzt ein bisschen was ausrüsten. Wenn wir schon mal hier sind. Außerdem haben wir ja sowieso noch ein bisschen neue Rüstung gefunden. Kurz gucken, ob irgendwas Stabiles dabei ist. Für Velvet schon mal nicht. Für dich vielleicht. Auch nicht wirklich. Rokuro. Der Fokus ist natürlich wild, aber die Kurogane durch hier sind immer noch zu krank, als dass ich die jetzt wechseln könnte. Eisen, was hältst du davon? Nach einer Ebene der Eisen, da müsste das so oder so. Was haben wir denn hier? Aber für den habe ich immer noch nicht so viel geiles Zeug gefunden. Also was das angeht, fällt er schon echt zurück. Und so viel Fokus bringen die Sachen hier ja auch nicht. Das heißt, lange ich für den nichts Besseres finde. Weil ich da aus dem Team erstmal rausstreichen, denke ich mal. Und dafür lieber Magilum mit drin lassen. So, weil ich ja erstmal vorhabe, nicht zu looten. Ich jetzt noch schnell wieder alles zurückändern. Was habe ich genommen? Schwachstelljägerin? Nee. Hier. Das. Bei dir hatte ich. Hier Artangriff. Was kann ich dir geben? Oh ja, hier auch Artangriff. Und Rokuro. Na. Mist. Mache ich das hier. So. Na, jetzt ist schon mal alles extra durch. Ich mache erstmal das Story weiter.
So, habe ich ein bisschen was umgelegt. So. Oh yeah, 3150, mehr nicht. Sinnlos. Na gut. Abmarsch. Ab zu Van Eltia. Oh, noch Leute, die mit mir reden wollen. Was ist denn hier los? Ich hoffe mal, ich werde jetzt nicht direkt ins nächste Gebiet gezwungen. Hier sind ja plötzlich eine ganze Menge Exorzisten. Ist was vorgefallen? Ich habe nichts Artiges gehört. Ich weiß nur, dass wir sie brauchen. Allerdings ist es ihretwegen hier so voll, dass man kaum noch atmen kann. Bro. This big storm came and swept me out to a Class 4 island. And let me tell you, it's as bad as the rumors make it sound. I wanted to just wait it out in a shipyard somewhere. But then, the water turned all gooey. Then I had these jellyfish things coming onto the deck. And before I knew it, slugs were swimming around in the damn ocean. Wouldn't the salt in seawater mess up a slug? Yeah, that's what I thought too. But these weren't no sea slugs neither. It was scary. I'll tell you that much. You want my advice? Stay the hell away from that island altogether. But if you do go, watch out for that gooey stuff. What did that pirate mean by class 4? I've never heard of that. It's a classification the Abbey uses to help inform their strategy. An estimation of how well they've been able to manage the demon outbreak in an area. Administrative zone classes 1 through 3 have been assigned a suitable contingent of exorcists to guarantee the population's safety. So, class 4 administrative zones are ones that are still unsafe? In a perfect world, the entire kingdom would be protected, but there's just not enough manpower to go around. The Abbey doesn't send exorcists to remote areas and far-off islands. Instead, they avoid casualties by making those areas off-limits. But that pirate mentioned he'd come close to an island. Are those policies actually enforced? They send out an official notice to stay away, and that's all. It's not like they could blockade every tiny remote island out there. So you're free to dive into the deep end if you want, but no one will come to your rescue. Hope you know how to swim. If they could keep the demons in check, they wouldn't have to tell people to stay clear. Frankly, I think the Abbey just doesn't want to go near places like that. In other words, these are dangerous places that the Abbey has washed their hands of. Makes you wonder how much they can administrate these places when they're not willing to get their hands dirty. Are there many Class 4 administrative zones? I've heard of 10 such regions in my time working as an inspector for the Abbey. But I'm afraid I couldn't tell you their exact locations or their current status. If the Abbey abandoned this island, it's probably safe to assume that it's getting to be pretty dangerous. If we go there, we're gonna wanna be prepared. Du kannst nun zu der Verwaltungszone der Klasse 4 gehen. Okay. Darf ich jetzt machen, was ich will? Darf ich einfach weitermachen? Immer von Insel zu Insel? Wie es mir passt? Demons. There's more of them. A whole band of them rampaging through Warg Forest. Hey, da war ich there gerade. There was already one dangerous demon in those woods. And now we have more. And they're still on the loose. A lot of exorcists have come to deal with them, but... What do these demons look like? That's what I want to know. Those Abbey people won't tell us nothing. Every time a demon comes around, it's all, show us your cargo this, and don't leave port for a while that. How are we supposed to catch any fish? These demons really are a pain in the neck. If I was an exorcist, I'd lay down some justice, I tell ya. At the end of the day, it's not the demons or the exorcist that have it rough. It's us normal folk. Anyway, you guys should be careful. There are demons about. Thanks for the warning. Ich glaube eher, dass sie uns gemeint haben. Naja, uff. Was willst du machen? Was war eigentlich hier drin? Nicht viel, so wie es aussieht. Nee. Das ist recht sinnfrei. Okay. Mal gucken, was er mir gleich erzählt. Und bitte lass mich nicht gleich zum nächsten Ort fahren. First Mate! You're all right! Natürlich geht's mir gut. Sorry to worry you. And the captain? It turned out to be a fake. But now I know the real one's still alive somewhere. Well, of course he is. Not that he has a lot of time left. Lucky Luke. What do you mean? Calm down. I'll explain later. Aizen! You stay calm too, okay?
And you've all taken your Salatoma? Yes, sir. And nobody died? All still kicking. Compared to your curse, sir, the sickness was tiny potatoes. All right. Then let's get ready to sail out. Already done, sir. We're ready whenever. The Pirate's Creed, huh? There's worse out there. Bitte lass mich jetzt nicht automatisch zur nächsten Insel fahren. Ich will selber mal ein bisschen durch die Gegend düsen. Was ist? Die Mannschaft ist wieder da, und zwar Fisa, SE und ihr. Letzten kurz auf Iselult. Zone Klasse 4, Abweichlerviertel. Ah, okay. Katnixhafen kann ich ansteuern. Und von dort aus, ne, Renit ist jetzt da, wo ich bin. Schade, dass man nicht die gesamte Map sich angucken kann. Komm, auch zu Klasse 4, was soll's. Guck mal, was mich dort erwartet. Abweichlerviertel. Expedition zurück. Take a look at this. Sinnlos. This recipe. Oh, cool. Scout ships. Gibt's da auch einen Speicherpunkt davor? Nee. Okay, falls irgendwas crazy passiert, dann. Das ist kein Speicherpunkt. Komm, auf so einen Wanderplanet. Dann werde ich hier nochmal kurz speichern. Und mir dann ansehen, was auf dieser Insel erwartet. So. Hab ja auch schon eine ganze Weile nicht mehr gespeichert, damit wir das auch erledigt. So, Magilus ist auch im Team, wunderbar. So, auf. Wollen wir doch mal gucken, was da kommt. Am Ende kommt gleich irgendwie ein Endgame-Vieh oder irgendwas, was ich noch lange nicht besiegen kann. So, na dann zeig mal. Gehen wir mal außen rum. Aber wenn das diese Klasse 4 Insel ist, ich meine. Klebriges Wasser sehe ich hier noch nicht unbedingt. Aber gut, der Pirat war auch in einem Sturm festgefangen. Ach ja. Oh, ist das spannend. Nun gut. Das erinnert mich ein bisschen an diesen Beschwörungsort, wo Lapis reingeworfen wurde. Oh wow, was ist das denn? Is that a fighting arena of some sort? I don't see any demons around. Look, there's something spewing out of the middle. I sense a really malicious force emanating from it. It's probably the vengeful spirits of those who fought and died here looking for glory. Safe. Thanks for that. Now I've got goosebumps. Let's try not to wind up as more vengeful spirits. Die Warnung ist nett gemeint, aber was soll ich tun? Sie kannst du Horden spezifischer Dämonenarten bekämpfen. Wähle Dämonen beschwören aus, um Dämonen zur Arena zu rufen, den Kampf zu beginnen. Nachdem eine bestimmte Anzahl von Dämonen besiegt wurde, erscheinen weitere. Der Kampf ist dabei, so wird alle Dämonen besiegt worden. Falls du im Kampf besiegt wirst, wird dein Status auf den Status vor dem Kampf zurückgesetzt. Achso, okay. Dämonen beschwören. Okay. Die Mucke ist ja sehr episch, aber die Spieler können halt nix. Ja, 13.000. Äh,
Ja, die vier sind absolut schwach. Komm. Okay, der hat jetzt nervigerweise geschützt. Doch der geht drauf. So ein schöner AOE-Spell wäre jetzt ganz geil. Was ist das? Die kleinen Mistviecher. Die können doch nichts. Die mache ich ganz normal kaputt, ohne Spezialangriff. Ja. Und da kommt der Rokuro wieder an, um mir Seele wegzuschnappen. Was für ein Ehrenmann. Okay, nochmal Mistviecher. Der Carsten keine Art mehr. Wie viele Mistviecher sollen jetzt noch kommen? Oh, jetzt kommen Gegner, die ich schon mal gesehen habe, erst vor kurzem. Ja, mein Leben ist bei jedem noch voll. Absolut lächerlich. Wir können ja auch Spaß haben, jetzt die mystischen Arzt einsetzen. Jo, RIP. Es ist so wild. So, wie lange soll der Spaß noch so gehen? Ah, geht doch. Immerhin Geld. Rang 5. Fluoridbeutel ist neu. Alle Dämonen wurden besiegt. Ventil des Virtuosen. Gestaltet ist durch das Drücken von Angriff während der Abwehr. Looks like we won't be joining the party. Was? I can see why this place is the stuff of cautionary bedtime stories. Not to mention why the Abbey's keeping way the hell away. We shouldn't let our guard down. But this place could still be a good chance to hone our combat skills. Indeed. Most everything we fought here seems to follow a pattern. This is a good place for tactical training. If we ever end up on another island like this one, we should probably come prepared for the kinds of enemies we'll face. Netter Ort. Was genau habe ich jetzt erhalten? Des Virtuosen. Ja. Gestaltet ist durch Drücken von Angriff während der Abwehr verschiedene Arts auszuführen. Mache ich das nicht sowieso die ganze Zeit? Ich weiß nicht. Also welchen Spaß ich nochmal mache. Schätze mal, der Stern steht dafür, dass ich schon erledigt habe. Cool. Ja, geil. Coole Insel, aber naja. Hätte ich mir jetzt spannender vorgestellt. Oh, geht heute nach Renit. Tschüss. So, werde ich mal gucken, ob ich noch irgendwas anderes farme, aber ich denke mal nicht. Ich werde nochmal offscreen kurz die Autosgeschichten durchgehen, ob ich nicht doch noch irgendwo was verbessern kann, aber ich denke mal nicht. Also, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir womöglich woanders hinfahren oder was anderes machen. Ich weiß noch nicht, mal gucken. Bis zum nächsten Part und bis dahin.